Auto unterwegs. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem gut, auch wenn das Auto relativ laut ist und ich auch ein bisschen erkältet. Ja, ich habe jetzt gerade zwei Videos gesehen von Alexander Boos über die Verfahren Till Lindemann und Süddeutsche Zeitung bezüglich sexuelle Übergriffe oder Vergewaltigung, was Rammstein, die Rammstein-Band oder vor allem Till Lindemann angeht. Und würde euch gerne hier meine Meinung dazu äußern. Ich finde es schon sehr, sehr bedenklich, dass sich eine Zeitung wehren muss gegen angeblich rechtswidrige Verdachtsberichterstattung. Immerhin sind es ja alleine in diesen beiden Videos, die ich gesehen habe, zwei Frauen, die sehr ähnliches Erschreckendes schildern. Die eine Frau ist Sibylle, also die Süddeutsche Zeitung nennt diese Frau Sibylle, um sie zu schützen wahrscheinlich. Wahrscheinlich heißt sie anders. Und die andere Frau wird genannt Kaya R. Und beide Frauen erzählen, sie hätten einen massiven Filmriss gehabt, was sie vorher noch nie so gehabt haben. Und selbst wenn sie Alkohol getrunken haben, einen solchen Filmriss könnten sie sich gar nicht erklären. Und die eine, diese Sibylle, sagte, sie hätte danach das Gefühl gehabt, als sie aufwachte, ihr Unterleib wäre wie zerfetzt gewesen. Also wie man das dann noch hinterfragen kann, was da wohl passiert ist. So einen Filmriss kann man ja nicht haben, dass solche Schmerzen nicht in Erinnerung geblieben sind. So betrunken kann man also gar nicht sein. Das deutet eindeutig auf K.O.-Tropfen hin. Und die andere Frau sagte, sie wäre aufgewacht, Till Lindemann wäre auf ihr gelegen und hätte gefragt, ob er aufhören soll. Und das wäre nicht ausreichend genug gewesen letztendlich, um von einer sexuellen Tat, also manchen im Gericht wäre das nicht ausreichend genug gewesen, von einer sexuellen Tat zu sprechen. Falls einem, und das ist mir schon unerklärlich, so etwas nicht ausreicht, dann ja doch im Zusammenhang mit Sibylle, die erzählt, dass ihr genau das Gleiche passiert ist, nur eben nicht mittendrin, sondern danach. Und ihr Unterleib hätte sich angefühlt, als wäre er zerfetzt worden. Da haben wir also schon zwei Frauen und die im Zusammenhang zu nehmen, reicht vollkommen aus, um auch die Aussage dieser Kaya R. als ausreichend zu bezeichnen. Denn ein Till Lindemann, der offensichtlich nach Konzerten Sexpartys feiert, jedenfalls berichtete das auch eine Cynthia A., nur dass sie eben, sie hat noch ganz deutlich versichert, dass sie zugestimmt habe. Aber dass ein Till Lindemann sicherlich nicht angezogen auf einer Frau liegt und fragt, ob er aufhören soll. Und dass er überhaupt auf Frauen liegt, die offensichtlich bewusstlos sind. Denn das Gericht hat noch argumentiert, ja, vielleicht haben sie erst einvernehmlich begonnen und dann sei sie bewusstlos geworden und dann sei sie wieder aufgewacht. Ich finde das an den Haaren herbeigezogen. Denn offensichtlich ist ja nun klar, und das ist ja gar keine rechtswidrige Verdachtsberichterstattung, sondern es ist ja nun offensichtlich, dass es solche Sexpartys gab, wo Till Lindemann mit Frauen, mit Fans, mit fremden Frauen wilden Sex hatte, sag ich mal. Die eine sagt, ja, ich habe zugestimmt, die nächste sagt, ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern. Der Typ lag dann plötzlich auf mir und es gab wieder eine, die gesagt hat, ich kann mich null erinnern, ich lag am Boden und war vollkommen zerfetzt.
für mich würde das ausreichen zu sagen, ja, es sind zahlreiche Frauen. Denn diese drei haben sich nun mal dazu geäußert. Das ist wahrscheinlich die Spitze des Eisbergs. Wenn sich drei Frauen dazu geäußert haben, dann kann man ziemlich sicher sein, dass das ein Bruchteil ist, der sich hier geäußert hat, meiner Meinung nach. Das waren dann nicht nur diese drei Frauen, sondern wer weiß wie viele. Denn selbst jetzt, wo endlich mal sich Frauen äußern und sich ein Herz nehmen und sich trauen, äußern sie sich doch recht vage aus Angst. Und wenn jemand wirklich K.O.-Tropfen bekommen hat, dann erinnern die sich wirklich nicht mehr. Das ist ja der Sinn von K.O.-Tropfen. Und die eine Frau meinte noch so, laut der Berichterstattung von Alexander Boos, sie könne sich nun wirklich nicht vorstellen, dass solch berühmte Bandmitglieder es nötig hätten, Frauen in irgendeiner Form mit K.O.-Tropfen auszunocken, um Sex mit ihnen zu haben. Das heißt, es sind auch Frauen, die sich das einfach, die wirklich auch naiv in Anführungsstrichen sind. Denn es geht gar nicht darum, ob jemand berühmt ist oder nicht. Sondern es gibt wirklich Männer, die stehen darauf, bewusstlose, wehrlose Frauen zu missbrauchen. Es geht nicht darum, ob man da berühmt ist oder nicht. Sondern das ist ein Fetisch, den manche Männer haben. Dass die sich sicher sein wollen, dass mit den bestimmten Praktiken, die dann durchführen, die Frau auf jeden Fall nicht bei Bewusstsein ist. Und völlig dumm sind solche Männer dann nicht. Diese K.O.-Tropfen sind ja Sinn der Sache, dass sich die Frauen eben nicht mehr erinnern können. Dass diese Frauen sich aber trotzdem trauen, so gut es geht zu sagen, was passiert ist. Und dass man dann sagt, ja, ist zu vage, das reicht uns nicht. Ich meine, wie viele Frauen müssen denn erzählen, dass sie bewusstlos aufgewacht sind und Till Lindemann auf ihnen drauf lag? 10, 15, 50. Ich meine, immerhin gibt es ja diese Frauen. Und wie gesagt, die sind ganz sicher meiner Meinung nach die Spitze des Eisbergs. Es wird sehr viele Frauen geben, die sich absolut nicht trauen, sich dazu zu äußern. Denn ja, es gibt ja da ein Machtgefälle. Wir reden hier von Männern mit viel Geld, mit viel Macht und berühmt. Und die Frauen, die von diesen Männern eingeladen werden an diesen Sexpartys oder am Pool oder in deren Hotelzimmer teilzunehmen, das werden jetzt vielleicht nicht die berühmtesten, klügsten, fittesten Frauen sein, die so etwas mit sich machen lassen würden. Ich zum Beispiel würde das ja nicht mit mir machen lassen. Die bekommen dann also Alkohol, keine Ahnung, ein paar Tabletten da drin, vielleicht reicht ja auch der Alkohol schon aus. Und die können sich dann nicht mehr daran erinnern, was passiert ist, aber das ist unangenehm und unheimlich. Und nicht gegen deren Willen war. Dass sie sich nicht mehr erinnern können, wie das überhaupt zustande kam. Und dass sie so weggetreten war, dass sie dazu gar nicht mehr weiter was sagen konnte. Und dass selbst diese Cynthia das in keinster Art und Weise als etwas Schönes scheinbar empfunden hat. Also ihn als unsensibel dargestellt hat, ist ja noch, sagen wir mal, die höflichste Formulierung. Dass all das nicht ausreicht, klarzumachen, dass ein Mann, der absolut sexistische Frauentexte in seinen Songs verwendet, offensichtlich hinterher Sexpartys feiert, die zumindest bedenklich sind. Und dass man dann auch nicht darüber berichten darf, weil sich Frauen nicht trauen, darüber zu schreiben oder sich zu äußern oder so manipuliert oder betäubt worden sind, dass sie sich nicht mehr richtig an alles erinnern können.
Ich meine, wie will man dann einen solchen Mann jemals zur Strecke bringen? Das ist doch hier die Frage. Was muss passieren? Man muss ja richtig systematisch vorgehen, um so einen Mann zur Strecke zu bringen. Man muss also vortäuschen, man wäre so ein kleines Kätzchen, sich eine Tablette geben lassen, so tun, als wäre man dann ausgenockt, die Tablette aber nicht genommen haben. Sich vergewaltigen lassen, das Ganze filmen und dann zur Zeitung bringen. Dann wird es vielleicht mal ausreichen.